wie einer der Gefährten oder der Selef, unser Vorfahren, gesagt hat, liebe Geschwister im Glauben, das was? Dass wenn man meine Sünden sehen konnte, wenn man meine Sünden konnte, dann würde keiner mit mir reden wollen, dann würden alle von mir weggehen. Wenn man das riechen würde, sagt er, das würde so weit riechen, schlecht riechen, dass die Leute sich von mir entfernen würden. Stell dir mal vor, man würde deine Sünden sehen können, subhanallah. Stell dir mal vor, du hast hier ein Schild und geht die ganze Zeit so rüber, was du gemacht hast. Allah, wir würden uns gar nicht vor der Tür trauen. Vielleicht würden wir uns niemals vor der Tür trauen, würden sagen, oh mein Gott. Aber, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat jeden Einzelnen von uns die Chance gegeben, dass wir um Vergebung bitten. Und das ist sehr wichtig, Brüder im Glauben. Denk daran. Egal, Achi, was du gemacht hast, egal, wie groß die Sünde gewesen ist. Ist egal, was du gemacht hast. Hast du die Sünde begangen, wende dich zu deinem Herrn und bitte um Vergebung. Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend. Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend, Achi, glaub es mir. Dass du niemals von diesem verfluchten Satan dir sagen lassen, du hast so viel Schlechtes gemacht. Nein, Achi, lass den labern. Egal, was du gemacht hast, ich sag dir wirklich, egal, was du gemacht hast, egal, wie groß die Sünde, und wenn die Sünde so groß ist, bis zu den Wolken, du hast die Möglichkeit, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Möglichkeit, dass du dich zu ihm wendest und dass du um Vergebung betest. Hör zu, Achi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du mit Sünden kommen würdest, so viel wie in die Welt, so viel wie die Welt, ach, wenn ich mir nur mehr vorstelle, bei mir stoppt es. Wenn ich mir nur die Berge vorstelle auf dieser Erde, bei mir stoppt es. Allah schon sagte, wenn du mit Sünden kommen würdest, so viel wie diese Welt, und du hast mir nichts beigesellt und du betest um Vergebung, ich vergebe dir. Wie der Shaitan kommt, sagt, du kannst nicht um Vergebung beten, weil du heute in der Disco warst. Guck mal, was das für ein Verfluchter ist. Ach, wie viele Brüder kennen wir? Du sagst zu denen, ach, bitte um Vergebung. Ich, Bruder, weißt du, wie viel Sünde ich gemacht habe? Ach, ich sag zu dir, so groß wie die Welt. Andere Hadith, so viel wie bis zu den Himmel. Andere Hadith, geht ein Sahabi zum Prophet und sagt, ja, Rasul, ich habe eine Sünde gemacht, ich habe danach um Vergebung gebetet. Der Prophet, sagt zu denen, Allah hat dir vergeben. Dann sagt er, ich habe wieder die Sünde gemacht, wieder um Vergebung. Der hat gesagt, Allah hat dir vergeben. Dann sagt er, wieder, ich habe die Sünde gemacht, ich habe wieder um Vergebung gebetet. Dann hat er gesagt, Allah hat dir vergeben. Dann sagt er, ja, Rasulullah, wenn ich wieder die Sünde begehe und um Vergebung bitte, dann sagt der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht aufhören, dir zu vergeben, bis du nicht aufhörst, um Vergebung zu beten. Wir reden von Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sagen, er ist allvergeben, lass dir doch das Wort durch die Zunge gehen. Allvergeben. Kann alles vergeben. Er hat uns den Schirk vergeben auf dieser Erde. Ach, die Leute waren in Schirk. Allah Ta'ala hat unsere Vergebung, hat dich gelassen, die Religion zu gehen. Und deswegen sage ich immer wieder, liebe Geschwister, sage es mir selbst und sage ich euch, egal, Achi, Schwester im Islam, Bruder im Glauben, du hast Sünden begangen, sei dir nie zu gut, zurückzukehren. Sei dir nie zu stolz, das wäre das Schlimmste, was dir passieren kann. Dass der Shaitan schafft, dass du von dieser Erde gehst und du hast nicht um Vergebung gebeten. Dann, Achi, Allahu Allah, was sollen wir sagen danach? Was sollen wir sagen? Niemals, Achi. Wir beten Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht irgendein Stein, nicht irgendein Baum, nicht irgendein Mensch, nicht irgendein Stern, nicht irgendein Planet, irgendeine Philosophie, nicht irgendeine Ideologie, irgendwas. Ach, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala. Der ähnelt seiner Schöpfung nicht. Er braucht die Schöpfung nicht. Ihm gebührt der Lob, ihm gehört alles. Er hat die Macht über alle Dinge. Nichts, Sache kann ihn erreichen. Nichts kannst du von ihm wegnehmen. Nichts kannst du ihm geben, um etwas zu vermehren. An das, was Allah von dir besitzt, Achi. Wir reden von Allah. Wir sind ein Mensch von vielen Menschen. Von ganz vielen Menschen, Achi. Deswegen, Brüder, such die Vergebung, such die gute Taten. Egal, wo sie auch versteckt sind, egal, wo, wie klein sie auch sind. Der Prophet sagt, leichtfertigen wir keine Taten. Egal, wie klein sie ist, du weißt nicht. Manchmal, liebe Geschwister, eine Handlung
kann es dazu bringen, dass ein Mensch sich verändert. Ein Wort kann es manchmal dazu führen, dass ein Mensch sich verändert. Und ich meine verändert im Positiven. Das dürft ihr nie vergessen, liebe Geschwister. Der Prophet sagt nicht umsonst, gib von mir weit auf, wenn das eine Eier ist. Das bedeutet auch, liebe Geschwister, dass daraus verstehen wir auch, dass, weil ein Wort manchmal, ein Wort, ein Satz manchmal bei einem Menschen Klick macht. Und den Shaitan, den der als Freund genommen hat, dann wahrlich zu einem Feind macht. Denn wahrlich, und das, liebe Geschwister, zum Schluss, denn wahrlich, der unser Feind ist nicht unser Bruder. Unser Feind, liebe Geschwister, unser wahrer Feind auf dieser Erde ist der Shaitan. Der ist unser wahrer Feind. Der ist unser wahrer Feind, liebe Geschwister. Wenn ihr einen Feind sucht auf dieser Erde, dann habt ihr einen Feind, das ist der Satan und kein anderer. Shaitan ist der wahre Feind. Allah sagt das im Koran, liebe Geschwister. Der ist unser Feind. Er treibt uns zur Sünde. Er treibt dich zum Schlechten. Er will, dass du in die Hölle gehst. 100% will er das. Und der ist wahrlich dein Feind. Nicht links und rechts gucken zu uns, zu dir oder zu deinen Leuten, die neben dir stehen, neben dir sitzen. Ach, Shaitan ist dein Feind. Mach Isti'adha, bitte Allah um Zuflucht. Nimm Zuflucht bei Allah von dem verfluchten Satan und gehe weiter und geh voran. Bismillah, liebe Geschwister, dies von mir. Einige Wörter, ich hoffe, dass wir Nutzen darin finden. Wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur...